Und für viele Politiker in Berlin oder für einige zumindest geht es wieder neu ins Rennen, obwohl sie die Wahl verloren hatten 2021 oder gewonnen hatten. Sie müssen am 11. Februar trotzdem noch mal antreten, weil das Bundesverfassungsgericht das so will. Und einer dieser Kandidaten ist Klaus Mindrup. Er war im Bundestag schon bis 2021, hat es 2021 nicht geschafft und jetzt tritt er noch mal oder wieder an, weil das Verfassungsgericht das so will und er auf der Liste damals stand, muss er jetzt ins Rennen gehen. Das tun Sie doch gerne. Und ich sage herzlich willkommen und ein schönes neues Jahr. Danke. An Klaus Mindrup, Wahlkreis 77. Das wünsche ich Ihnen auch. 79 ist es, glaube ich. Aber ich habe auch gar nicht mehr nachgeguckt. Aber auf jeden Fall ist der Bundestagswahlkreis Pankow. Ja, das ist das Wichtigste. Wie ist denn das so, wenn plötzlich ein Anruf kommt und sagt, Sie müssen jetzt antreten, Sie kommen vielleicht doch wieder in den Bundestag? Das war ja nicht völlig überraschend. Also, das Urteil hätte ja anders ausgehen können. Ja, aber der Bundestag hat ja im November ein Jahr vorher 2022 beschlossen, die Wahl in weiten Teilen meines Wahlkreises, ungefähr 80% der Wahllokale, für ungültig zu erklären, weil es nachweislich schwere Fehler gegeben hat. Und ich habe ja, wie sich das für einen guten Demokraten gehört, nachdem ich verloren hatte, dem Wahlkreissieger gratuliert, habe meinen Koffer gepackt und habe mich wieder neuen Aufgaben gewidmet. Ich war ja vor dem Bundestag selbstständig, musste dann wieder in die Selbstständigkeit, in meinem Alter dann auch nicht so ganz einfach. Also ich habe mich auf andere Dinge konzentriert, habe aber dann sehr schnell festgestellt, weil mich immer mehr Menschen angesprochen haben, dass sie einfach umgedreht sind, vor allen Dingen ältere Menschen, die gesagt haben, Herr Mindrup, ich wollte Sie eigentlich wählen. Aber ich kann nicht zwei Stunden warten. So. Und dann habe ich festgestellt, dass doch diese Wahl nicht gleich und geheim war, wie eine Wahl normalerweise sein muss, sondern dass sie, es eben massivste Wahlfehler gab. Aber haben Sie das nicht rechtzeitig gesagt, dass dem Wahlleiter, dem SPD-Vorsitzenden oder der SPD-Vorsitzenden und sagt, sag mal, das geht doch so nicht, was da abläuft? Nein, also das kriegst du ja nicht mit. Also ich selber habe angestanden in meinem Wahl... Ja, bis auf die älteren Leute, die gefragt haben. Ja, klar, die hinterher kamen, die kamen ja nicht an den Wahltag. So, ich habe ja selber angestanden und habe lange gewartet, aber das ist ja ein Wahllokal. Und dann habe ich gesehen, wir haben unsere SPD-Feier in Weißensee gehabt und da standen die Leute noch an zum Wählen. Da war schon im Fernsehen das Wahlergebnis verkündet und ich glaube, das Wahllokal hat dann so gegen 21 Uhr geschlossen. Also das sind absurde Zustände gewesen, die komplett unwürdig sind für Berlin. Und ja, und ich hab die Dimension des Ganzen erst verstanden, als ich den Einspruch des Bundeswahlleiters gelesen habe. Und dann habe ich aber auch festgestellt, der Bundeswahlleiter hat dann gesagt, ja, obwohl 80% der Wahllokale, in 80% der Wahllokale in Pankow es Fehler gab, hat er dann gesagt, die Erststimme muss nicht wiederholt werden. Mhm. Ja, dann musste ich noch mit dem Anwalt dem Bundeswahlleiter schreiben, dass er nicht rechnen kann. So, weil ganz klar war das Erststimmenrelevanz, das hat ja dann auch der Bundestag beschlossen und das hat dann das Verfassungsgericht bestätigt. Also insofern wusste ich, dass das kommen kann. Aber man weiß ja tatsächlich nicht, wie es ausgeht. Das Bundesverfassungsgericht trifft ja auch manchmal überraschende Beschlüsse. Also von daher, sagen wir es mal so. Vor See und vor Gericht. Genau, genau. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie zwei Jahre darauf gewartet, dass die urteilen, sondern habe ganz normal meine Arbeit gemacht und bereite mich jetzt, seitdem die Entscheidung da ist, auf meine Kampagne vor und verrückterweise. Ich habe mir das natürlich angeguckt live, als der Beschluss kam. Aber ich war beruflich in San Francisco, weil ich mich mit Fragen der Energieversorgung und der Digitalisierung in Kalifornien auseinandergesetzt habe. Das heißt, das war bei mir 1 Uhr in der Nacht.